Frank Gala Galer. Ja. Wer sagt eigentlich Frank zu dir? Eigentlich niemand mehr. Alles an Gala. Ja, meine Mutter ist gestorben und da war die letzte, die noch Frank gesagt hat, tot. Okay. Wenn man deine musikalische Laufbahn so aufzählt, fängt es bei mir bei Monokel an. Absolut. Gab es das richtig. Früher schon? In irgendeiner Kindergarten-Schülerband? Ja. Also eigentlich das erste Mal habe ich auf der Bühne gestanden mit 5 Jahren. Im Chor gesungen und Theater gespielt und so, ja. Mhm. Den Prinzen. Also warst du so eine Art Kinderstar, der es dann trotzdem geschafft hat? Der ist ja oder so. Wenn man es so ausdrücken will, genau. Und welche Ehre für dich, du bist sozusagen in 2 verschiedenen Bands, nämlich mit Monokel und NO55, auf dieser wunderbaren Top 100 Box. Ja, zu Recht, wie ich finde. Ja, zu Recht. Und da sind wir gleich bei der musikalischen Richtung. Monokel mit Bye Bye Lübben City ist ja auch so eine Art Hymne der Bluesbewegung, oder? Ja. Wie kann man das bezeichnen? Ja, so ging es eigentlich damals los, als wir anfingen, darüber nachzudenken, wie machen wir auch deutsche Texte. Denn als wir angefangen haben, logischerweise, wie das so in den 70er Jahren war, wurde gecovert und nachgespielt und gecovert und nachgespielt. Und dann fingen wir an, eigene Texte zu machen. Und dann ging es natürlich darum, dass bei Monokel damals völkerwanderungsähnliche Zustände herrschten, wenn wir irgendwo spielten. Und darüber wollten wir einfach mal ein Lied schreiben. Und das haben wir dann damals gemacht mit Bye Bye Lübben City. Bye Bye Lübben City, the sun ain't gonna shine anymore. Na, das Lied, der Song diente ja auch dann als Vorlage für ein Buch. Richtig, richtig. Über die Blueser und Hippies in der DDR. Absolut, ja. Das war ja, deshalb sage ich, das war ja wirklich eine Hymne für eine ganze Bewegung. Ja, ist richtig. Ja. Michael Rauhut hat ja damals dieses Buch geschrieben. Und der nahm also diesen Titel sozusagen zum Titel seines Buches, weil das natürlich im Wesentlichen das beschreibt, was damals so passiert ist. Dass eben die Leute wirklich getrennt sind von A nach B. Und durchs ganze Land, um ihre Bands zu sehen. Mhm. Und das haben wir eben, wie gesagt, da geschrieben. Und ja, und dadurch ist der Titel noch mehr zu so einer Art Hymne geworden. Mhm. Weil in dem Buch, das Buch hat sich wohl sehr gut verkauft. Naja, mit der Promotion des Titels. Ja, danke. Oder umgekehrt. Und ja, und dadurch ist dieser Song dann irgendwie zu so einer Art Hymne geworden. Baba Löwen today. Shine anymore. Tausend Dank. Und wie ist dann der Übergang von Monokel zu NO55 passiert? Haben die dich mit Geld weggelobt oder? Es war so, dass Joro eines Tages bei mir vorm Haus stand und sagte, bist du Gala? Und ich sagte, ja. Und dann sagte er, ja, City hat sich aufgelöst, wir wollen neu machen und wir brauchen einen Sänger und hab gehört, dass du so ein toller Sänger bist. Und so kamen wir dann ins Gespräch und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das schon gereizt hat, mal auch andere Ufer anzuschwimmen. Und das konnte ich mit Enno, damals wollten wir ja noch City heißen sozusagen, aber das hat sich dann zum Glück zerschlagen. Ich war gar nicht so sehr dafür, dass wir City heißen. Bei Toni Kral ist Toni Kral und er ist die Stimme von City. Und den zu ersetzen, das hielt ich für ziemlich aussichtslos. Und ich wollte so mein eigenes Ding machen. Und dann haben wir eben, wie gesagt, uns entschlossen, die Band NO55 zu nennen. Also Nordost 55, Prenzlauer Berg. Und ja, dann fingen wir an. So. Mhm. Ja. Ich habe ja nur gemerkt, dass danach sich dann City neu formiert hat. Richtig. Und der Einzige, der raus konnte, war ja Joro. Weil die Band hat sich ja dann so eine Art Marketing-Spruch zurechtgelegt. Ohne Bass und ohne Haare mit City durch die 80er Jahre. Genau. Und Joro war der Einzige, der da noch Haare hatte. Die anderen waren alle schon mit biologischer Glatze versehen. Und ja, aber das war, also da darfst du den ersten Schritt nicht vor den zweiten setzen.
Der da wäre? Die zweiten, naja, die haben ja diesen Spruch dann erst gemacht, weil sie ohne Joro weitermachen mussten. Nein, das stimmt. Also die haben ja nicht den Spruch kreiert und Joro ist dann rausgeflogen, sondern Joro ist ausgestiegen und dann mussten sie ja irgendwas machen. Einen anderen besseren Bassisten haben sie wahrscheinlich nicht gefunden. Und dann haben sie eben... Naja, in Kombination noch Geiger ist. Und dann noch obendrein die Violine, klar, ja, logisch. Ja. Und ihr habt ja noch einen zweiten großen Coup gelandet. Ihr habt euch Werner Kamer als Texter an Land gezogen. Ja, unter anderem. Unter anderem. Werner hat viele sehr, sehr gute Texte. Der kann es wahrscheinlich gar nicht anders, als sehr, sehr gute Texte zu schreiben. Mhm. Der hat für uns einige sehr, sehr gute Texte geschrieben, ist richtig, ja. Ich war ein Schlüsselkind. Ich war ein Schlüsselkind. Ich war ein Schlüsselkind. Ich war ein Schlüsselkind. Und NO55 ist ja nun auch hier vertreten. Wie hast du selber nachher, nach der Wende, das erlebt, dass sich ja alle irgendwie auseinandergedriftet sind? Schwer. Wahrscheinlich werden dir das sehr, sehr viele Musiker erzählen. Wir hatten natürlich nach der Wende das Problem, wenn man es so nennen will, dass die Leute erstmal ausgehungert zu jeder Band gerannt sind, die aus dem Westen kam. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie mitgekriegt haben, dass die Urbus mit Wasser kochen. Und dass die teilweise handwerklich sogar schlechter waren als Ostbands. Weil wir mussten Schulen besuchen, wir mussten studieren. Die berühmte Pappe erwerben. Und handwerkliches so Können nachweisen musste. Da bin ich auch so, weiß ich nicht. Also Rockmusik, ob man das jetzt dringend an der Schule erlernen kann oder soll, ist eine zweite Frage. Aber in erster Linie war das eben so. Und in erster Linie war das eben Grund dafür, dass handwerkliches Können wahrscheinlich ein bisschen mehr angesiedelt oder angesehener war als bei vielen, nicht allen, Westkollegen. Aber das kriegten die Leute dann eben mit, um auf die Frage wieder zurückzukommen. Aber erstmal war ja bei allen. Bei allen gab es ja Einbrüche. Bei Silly, bei City, bei allen Bands, die im Osten rumfuhrwerken, gab es erstmal einen Einbruch. Vielleicht bei den Zöllner nicht. Die Zöllner, die haben relativ gut weitergemacht, aber die waren damals auch so eine Newcomer-Band. Die konnten ja nicht wieder weiter noch zurück. Die waren auch nicht so populär im Osten, dass die den Übergang geschafft haben. Auch Keimzeit übrigens. Ja, Keimzeit, genau. Da gibt es schon ein paar. Aber im Wesentlichen war es so, dass es am Anfang erstmal so eine Rückenzeit für viele Ostler war. Und wann habt ihr dann wieder angefangen? Naja, ich habe ja dann mit Monokel wieder gearbeitet. Boah, lange. Dann gab es ja richtig viel, viel, viel zu tun. Wir sind richtig getourt und haben ganz viel zusammengearbeitet. Und Genre und ich sind dann wieder irgendwann aufeinander gekommen, wie es möglicherweise gar nicht anders geht. Zwei Magneten ziehen sich an. Und dann haben wir machen ja jetzt ein kleines Projekt, ein kleines sehr, sehr schönes, Gala Gogov heißt das. Und mit Olli Becker, also unserem alten Schlagzeuger bei Monokel, da schließen sich dann wieder so Kreise. Na, ich konnte das ja schon erleben. Du hast es ja schon gesehen. In Köpenick. In Köpenick, genau. Ja, da habe ich das schon gesehen. Na, jetzt am 24. spielen wir am Bornholm 2. Okay. Ein Sonntag ist das, aber auch wird's gut, ist alles gut. Und welche Erwartungen hast du denn den heutigen Abend? Na, das ist ganz mit der Zöllner Band zusammen zu spielen, die ja eigentlich von einer ganz anderen stilistischen Ecke kommen, eine Funk-Soul-Band. Ja, ja. Nee, super. Also die Proben eben waren toll und ich erwarte, dass das großartig wird, weil das großartige Musiker sind. Wir entlassen dich, zumindest hier aus diesem Interview, damit du jetzt dich wieder um Soundcheck-Proben und eventuelle Entscheidungen kümmern kannst. Genau. Und ich danke dir herzlich fürs Interview. Ich danke dir, ich danke euch. Tschüss. Den Wodka noch ausdrängen.